Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Und ja, ich habe zwar jetzt eine Pizza, aber die ist noch so dermaßen kochend heiß, dass ich gesagt habe, ich esse die einfach in der nächsten Pause. Wir sind im Shinra Hauptgebäude, haben einen wunderschönen Blick über Midgar. Och, meine Güte, ist das herrlich hier. Hier könnte man länger leben. Danke, Tommy. Auch ein herzliches Willkommen zurück an die Damen und Herren im Stream. Und ja, wir sollen hier einen Eingangsbereich finden, aber trotzdem möchte ich mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Ja, schön. Idyllische Musik. Oh ja, genau so habe ich es gerne. So mag ich gerne empfangen werden. Oh, nur ein Hologramm als Empfangsdame. Auch gut. Sie wünschen eine Besichtigungstour? Ja. Unser Besichtigungsprogramm beginnt in der 60. und endet in der 64. Etage. Bitte folgen Sie der Route. Sehr gern. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Okay. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Okay. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra. Müssen die es immer so umständlich machen? Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos. Nicht wahr? Ob es eine Falle ist? Ha, die sollen's ruhig versuchen. Dann kann ich mich endlich abreagieren. Na. Ach Quatsch, als ob das eine Falle sein sollte. Hey, da drüben sind Menschen. Hallo Menschen. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Wovon? Na gut. Gucken wir mal. Können wir jetzt hier mit der Karte durch? Oh, geil. Warum müssen die eigentlich für alles diese scheiß Schlüsselkarten haben? Ganz sind in ihrem Hauptquartier. Was danke, Klaus. Du? Sag mal, musst du ständig eine Lanze für deinen ehemaligen Arbeitgeber brechen? Die Wahl zum Mitarbeiter des Monats ist für dich eh gelaufen. Das sagst du jetzt. Ich bin der heimliche Agent. Ich fall euch alle in den Rücken. Und dann... Bin ich hier der Obermacker? Mir wurde nämlich versprochen, dass die Shinra Corporation irgendwann mal übernehme, wenn ich ein ganz toller Soldat bin. Okay, das war gelogen, das wissen wir alle. Aber trotzdem, wie viel Geld bietet ihr denn? Okay, hallo, hallo. Wen haben wir denn hier? So eine Taktik schreit geradezu nach Wutai. Was für eine Taktik? Es fällt natürlich auch keinem auf, wenn hier ein Typ mit einem Gewehr am Arm und einer mit einem dicken Schwert durch die Gegend läuft. Ganz davon ab, dass wir hier definitiv riechen wie aus den Slums. Untersucht alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. Ist ja klar, das war von Heidegger wieder auf Schritt und Tritt ja, verfolgt werden. Das Memorial, okay. Ich glaube, das hier ist ein Museum. Okay, ich würde ganz gerne hier nochmal hochgehen. Mal gucken, was es hier so Geiles gibt. 60, 61. Ich glaube, wir können hier zwar nicht hoch.
visuelle Ausstellung. Das klingt ja auch interessant. Nee. Den nehmen wir nicht. Wir können hier noch weiter hoch. Bringt uns das was? Düdüt. Okay. Ich muss doch erstmal unten rein. Scheinbar. Bevor wir hier oben weiterkommen. Ja, wir müssen ja die Sightseeing-Tour mitmachen. Im Shinra Memorial. Hier scheint jemand ziemlich stolz auf das zu sein, was er verfabriziert hat. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier, in der Ausstellungshalle, widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Marco-Stadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. Ja, scheint, als würden wir uns hier ein bisschen Ausstellung angucken müssen. Macht aber nichts. Was haben wir denn hier? Kann man sich das auch irgendwie angucken oder so? Langsam reicht's, finde ich. Hier mag sich halt jemand besonders gern. Ja. Hier, als einfacher Handarbeiter, Handwerk hat er angefangen. Und hier, dieses komische Konstrukt hat er gebaut oder so. Keine Ahnung, was das sein soll. Da eine Förderanlage, okay. Irgendwie Bürger des Jahres oder so. Shinra Waffenexporte. El Presidente. Okay. Schauen wir mal weiter. Shinra, das Logo. Hier geht die Führung weiter, scheinbar. Seltsam. Okay. Liebe Gäste, wir hoffen, Ihnen gefällt die Besichtigungstour. Video. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst. Okay, das erste war Hojo, das ist Scarlett. Wen haben wir hier noch? Heidegger. Okay. Reeve, den haben wir jetzt auch schon gesehen. Ja. Und es geht spannend weiter, denn im nächsten Teil unserer umfassenden und einzigartigen Ausstellung stellen wir Ihnen unsere einzelnen Abteilungen vor. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt! Der Typ sieht schon so unsympathisch aus. Ich überlege gerade, wie hieß der denn nochmal? Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschrottet. Die Ausstellung über die Waffenentwicklung wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Oh. Ist das eine Figur von Scarlett? So wie die den Ausschnitt trägt, glaube ich, ja. Ach ja, die Waffenentwicklung übernimmt Scarlett natürlich. Ah, Space Aeronautic. Wie hieß er denn gleich? Die Mittel, was er Palmer. Tut, dass Sie lesen. Ah, aber das doch mal sehen. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Weltraumforschung, der ich voranstehe, nutzte hochleistungsfähige Raketenantriebe aus der Waffenentwicklung, um das weite All und seine Ressourcen zu erobern. Jetzt, wo wir das Mako haben, liegen die Weltraumprojekte auf Eis. Was ich bedauerlich finde. Ja, das ist wahr. Sehr bedauerlich. Untersuchen und Entwicklung. Beziehungsweise forschen und entwickeln. Herzlich willkommen im Shinra-Gebäude.
was die Forschungsabteilung Großartiges leistet, vermögen Kleingeister wie Sie natürlich nicht zu fassen. Deswegen erspare ich mir eine Erklärung einfach. Die Wissenschaft schreitet stetig voran, ob Sie es merken oder nicht. Momentan ruht sie allerdings und alles nur wegen dieser Aufnahme. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Also entschuldigen Sie mich bitte. Sie haben doch sicher die Güte. Ja, sehr. Eine Abbildung oder eine Figur von einem Soldat dritter Klasse. Langweilers. Wen haben wir hier noch? Wen haben wir hier? Hey, Heidegger! Die Ausstellung über die Sicherheitsbehörde wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Okay, von dem haben wir ja auch schon eine ganze Menge gesehen. Schickes Bike. Ah, nee, doch nicht so schickes Bike. Hier, dieser eine komische Soldat hatte ja das Teil auch getragen. Was haben wir denn hier? Städtebau. Wow. So sollte Midgar eigentlich aussehen. Habt aber noch viel zu tun, meine Damen und Herren. Urban Planning. Ah, dafür ist Reef da. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Stadtplanung kümmert sich um den Bau und die Instandhaltung der kompletten Infrastruktur von Midgar. Von den Makro-Reaktoren über die Platte und ihre Pfeiler bis zu den Wohngebieten und dem Verkehrsnetz. Aktuell wird die Konstruktion von Schnellstraßen vorangetrieben. Wir hoffen, dass Ihre Fertigstellung dazu beitragen wird, das Leben unserer Bürger noch komfortabler zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie Shinra unterstützen. Okay, aber das sieht ja schon... Das sieht auf jeden Fall anders aus als das, was wir von Midgar erlebt haben oder sehen. Aber ich glaube, wir sind ja auch erst in Planungsstufe 1, würde ich fast behaupten. Keine Ahnung, was der Rest werden soll. Ist ja krass. Ist wirklich ziemlich... In diesem Teil der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Ja, wir hoffen, super. Es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. Also ich bin mir irgendwie nicht so ganz sicher bei dem, was die da labern. Außerdem haben die ja gar nichts gezeigt, außer ein paar tolle Exposés. Also die machen sich nicht wirklich sympathisch, die Leute, ne? Das muss man ihnen echt mal sagen. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Makro-Energie, die Reaktoren und Midgar. Okay. Freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Ich freue mich. Los. Mal gucken, wie umfassend die wirklich ist. Ui. Dies ist ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und Tag und Nacht frisches Makro fördern. Makro ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Makro-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Makro hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wohnt's mich umso näher. Also dieses Midgar sieht nicht so aus wie das Midgar, was ihr uns da gerade eben noch präsentiert habt. Alles nur Verblendung hier. Wie gemein. Hier fehlt sogar ein Teil. Haben die einfach
Haben die einfach Sektor 7 ausgeschaltet, nachdem das abgestürzt ist? Das ist ja gemein. Aber die Reaktoren laufen alle 8, ne? Obwohl zwei davon explodiert sind. Gibt's ja nicht. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Yay. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen. Wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Naja, da bin ich mal sehr gespannt. Die visuelle Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird. Viel Spaß! Cosmos Theater! Moment. Jetzt komme ich hier aber durch, ne? Hat Ihnen der Film gefallen? Toll. Ich habe den Film noch nicht gesehen, danke. Cosmos Theater. Naja. Schauen wir doch mal. Total tote Hose. Was jetzt? Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten. Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Marco kennen und nutzen. Doch das ist längst nicht alles. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Marco zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns, er redet mit uns und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen. In das verheißene Land, wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit. Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen? Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte und entwickelte Methoden, Marco als Energieform nutzbar zu machen. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Marco-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden. Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen. Das war's?
Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Denn was ist schon Tee ohne etwas Fett? Nichts weiter als bitteres Wasser, Ikit. Was hat das zu bedeuten? Der reinste Horrortrip, wenn ihr mich fragt. Sowas gehört echt verboten. Wenn Kinder das sehen, haben die echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein Video. Was sollte wohl dieser Meteor? Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder? Seltsames Ding. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Hiermit sind Sie ein zertifizierter Shinra-Kenner. Super. Bitte teilen Sie Ihre Begeisterung über unseren Konzern mit jedem, den Sie treffen. Begeben Sie sich nun in den Hort unseres Wissens auf der 62. Etage. Dort erwartet Sie unsere umfangreiche Bibliothek. Was soll das? Ich glaube, hier passt was ganz und gar nicht. Ich habe euch bereits erwartet, Mitglieder von Avalanche. Gestatten, mein Name ist Hart. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, euch hier zu empfangen. Der Bürgermeister? Dieser jämmerliche Shinra-Schoß und Domino? Ja, den ehrenwerten Herrn Domino, Bürgermeister der weltweit führenden Mako-Stadt Midgar. Wir haben in der visuellen Ausstellung einen besonderen Systemfehler registriert und befürchteten, dass ihr in Schwierigkeiten stecken könntet. Was will der Bürgermeister von uns? Das erzählt er euch am besten selbst. Wir sollen ihm wohl folgen. Und hier soll der Bürgermeister rumlungern? Bitte sehr. Wenn das eine Falle ist, kommt sie das teuer zu stehen. Was wird das hier? Okay, ich laufe hier einfach mal durch und guck mal, was passiert. Ach, das war doof. Vielleicht hätten wir noch irgendwas finden können hier. Was ist denn das hier? Oh, na endlich! Ich hab euch schon erwartet. Ich bin der Bürgermeister von Midgar, dieser wunderschönen Stadt. Gestatten, Domino. Haha, ihr habt euch ja ganz schön ausgetobt. Was? Was glaubt ihr denn, warum ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt? Wie meinen Sie das? Das will ich dir gerne sagen. Immer dann, wenn die Garde euch entdeckt hat.
die Kameras euch im Blick hatten. Oder wenn ihr gemeldet wurdet, habe ich eure Spuren verwischt. Also dankt mir. Ach so, die Splittergruppe weiß es nicht, dass ich mit Avalanche zusammenarbeite? Bitte was? Tja, was ist daran denn so verwunderlich? Seht euch hier doch nur um. Tja, ich mag mich Bürgermeister nennen, aber was bedeutet das schon? Man hat mich hier im Archiv aufs Abstellgleis gestellt, wie einen nutzlosen Greis. Ist doch völlig normal, dass sich die Wut in mir angestaut hat. Im Angesicht solch einer bodenlosen Unverschämtheit. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Verschaffen Sie uns Zugang zum Labor. Zum Labor, sagst du? Ich dachte, ihr hättet es auf den Direktor abgesehen. Wir müssen eine Freundin aus dem Labor befreien. Dem Direktor würden wir natürlich auch gerne eine Abreibung verpassen. Ach, solange ihr Shinra irgendwie eins auswischt, ist mir eigentlich alles recht. Dann? Bis zur 64. Etage kann ich euch bringen. Und wieso bitte nicht gleich ganz nach oben? Mehr geht leider nicht. Ich bin untröstlich. Trotz Ihres Amtes? Trotz meines Amtes. Obwohl ich der Bürgermeister von Midgar bin, bin ich in Wirklichkeit bloß ein Archivar. Man ruft mich nicht mal zu den Sitzungen. Tag ein, Tag aus. Nichts als Akten. Meine Finger sind schon ganz wund und schwielig vom vielen Blättern. Direktor Shinra ist wahrlich ein grausamer Tyrann. Dies Leid, dieses Leid. Also gut, wir sorgen dafür, dass sie Gerechtigkeit kriegen. Ja? Ganz ruhig. Schön tief durchatmen. Dann zeigt mal eure Schlüsselkarte. So, jetzt kommt ihr mit der Karte bis zum Erholungsbereich auf der 63. Etage. Und wie geht es dann weiter? Da oben gibt es einen Sympathisanten von mir. Bei ihm bekommt ihr eine Schlüsselkarte für die 64. Etage. Das Losungswort lautet: Ein Hoch auf den Bürgermeister! Ein Hoch auf den Bürgermeister von Midgar! Da können die Leute behaupten, was auch immer sie wollen. Ihr sagt also ein Hoch, und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Komplize. Ist alles klar? Ist nicht sein Ernst. Wer, was? Okay, lassen wir ihm die Show. Passt schon. Seltsamer Bürgermeister haben wir. Das ist echt ein seltsamer Bürgermeister. So. Also, Alfred, mach die Türen da uns zu. Der Bürgermeister war also unser Verbündeter. Das hätte die Hauptgruppe uns ruhig mal erzählen können, finde okay. Ich. Okay. Ha, dachte mir doch. Irgendwas wird es hier noch geben. Nehmen wir mit 3000 Gilt. Sweet. Und wo geht's jetzt hier wieder runter? Na gut, dann müssen wir wohl doch mit Alfred reden. Ah ne, da vorne. Haben wir hier im Kreis. Und hey, jetzt sehen wir auch dieses wunderschöne Gemäuer. Herrlich. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, dieser Shinra hat irgendwie, findet es irgendwie geil, irgendwelche Sachen in 8 Stücke zu teilen. Ja. Wir bauen eine Stadt und die teilen wir auf in 8 Sektoren. Nebenbei wurde gar nicht erwähnt. Ursprünglich hatten die 8 Sektoren von Midgar nämlich einen Namen. Haha. Der wurde leider nur vergessen. Das ist echt so. Kein Witz. Das ist eine Story, die eigentlich Jesse im Zug erzählt. Aber leider haben wir keine Jessie mehr. Moment. Was? Nieder mit dem Bürgermeister? Was stimmt nicht mit dir?
Muss ich doch mit Alfred reden? Ich guck nochmal. Nee. Wupp. Nee. Ach, wir tun es jetzt aber mal schon hier sonst. Wenn ich etwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Zeig mir den Ausgang. Könnt ihr etwas über den Helfer sagen? Könnte ich. Aber ich darf es nicht einfach so preisgeben. Man könnte mich wegen Firmenverrats zur Verantwortung ziehen und das würde mich in jedem Fall teuer zu stehen kommen. Sie wollen Geld? Vertrauliche Informationen werden wohl gehütet. Ich setze mich einem großen Risiko aus. Aber ja, für 10.000 Gil wäre ich zu reden bereit. Das ist ja wohl Wucher. Wollte ich gerade sagen. Nein, wir geben ihm nicht das Geld. Bitte, beehrt mich jederzeit wieder. Wir finden den Typen schon alleine. Danke. Sehe ich ja voll nicht ein, noch Geld dafür diese Information zu bezahlen. Mein hart erkämpftes Geld. Muss ich vielleicht doch hier durch? Ah, das sieht gut aus. Aber warum schickt mich das Ding darüber? Das ist doch seltsam. Ui, machen wir die Tür auf. Ist hier vielleicht... irgendwie so ein Buch oder irgendwie sowas? Check's gerade überhaupt nicht. Zeigt das Ding nach oben? Moment. So. Der Helfer. Ach so, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich kann entweder auf eigene Faust hochgehen und nach dem Helfer suchen. So. Dann erzähl mir mal von eurem verheißenen Land. Und zwar schnell, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe nicht ewig Zeit. Wir müssen diese habgierigen Raffzähne ruhig stellen. Damit ich mich endlich wieder auf meine Forschung konzentrieren kann. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Du bist deiner Mutter sehr ähnlich geworden. Ja, es war wirklich sehr, sehr bedauerlich. Sie hätte einfach was sagen sollen. Ich hätte mit mir reden lassen, doch sie musste ja unbedingt fliehen. Was für eine Verschwendung, wo sie doch die letzte von reinem Blute war. Richtig. Du möchtest bestimmt deine Mutter treffen. Das kannst du gerne. Allerdings nur unter dem Mikroskop. Du hast doch wohl nicht etwa gedacht, ich würde ein so wichtiges Versuchsobjekt verkümmern lassen. Ich habe deine Mutter natürlich äußerst eingehend untersucht. Ja, ihre Haut, die Organe, bis auf die klitzekleinsten Knöchelein. Wie faszinierend das alte Volk doch ist, du. Sei stolz darauf. Ilfana war wunderschön, bis auf die letzte Zelle. Ganz genau so hat deine Mutter mich auch immer angeschaut. Hoppla, es ist ja schon Zeit für mein Meeting. Keine Angst, ich bin bald wieder da. Willkommen in der 63. Etage. Eine Oase der Ruhe für all unsere Mitarbeiter. Ist schon ziemlich spät. Aber die Sache in Sektor 7 hält die Leute wohl auf Trab, was? Geschieht Ihnen ganz recht. Seid wachsam. Der Helfer muss hier irgendwo sein. Alles klar. Dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken. Auf jeden Fall. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr jetzt. Ich mache jetzt einen Stopp. Und dann... sehen wir uns ganz, ganz sicher bald wieder. Ich würde fast behaupten, Mittwochabend. Oder Mittwochnachmittag. Wer weiß, irgendwann so Mittwoch.
Und ja. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.